Letzter Satz in der Tabellenhaus und letzter Satz in der Tabellenhaus. Was hat der Sanchi? Haben wir ja irgendwo. Die tun so schnell wieder weg. Auch nochmal drei, okay. So, der ist jetzt im Prinzip der Entscheidende vom ganzen Spiel. Komm oder komm. Ein paar Rallyes noch aus diesem Match. Vincent Zepp schlägt auf. Und das Einzige, was man ihm ganz hoch anlasten kann, ist, dass er sich hier zur Verfügung gestellt hat als Ersatzmann für Fulda. Denn die zweite Bundesliga ist natürlich nicht sein Zuhause. Vorher Liga gespielt. Aus der Bezirksliga kommend. Und am anderen Tisch liegen allerdings die Nerven blank. Denn da musste Dennis Dickert schon Matchbälle abwehren, um die Hilpensteiner im Spiel um Pute ins Spiel zu halten. Wenn dort Hans-Jürgen Fischer das Spiel gewinnt, dann steht es 5-5. Ansonsten 6-4 für Hilpolstein und das wäre ein ganz dringend benötigter Sieg. Ja! So überlegen, wie das hier für Hilpolstein läuft, logischerweise ist das Spiel nicht gelaufen. Meng Senior hat hier seine beiden Einzel, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, gewonnen. Oder doch nur eins? Ja. Muss ich bei meinen eigenen Videos nachgucken? Filmen haben wir mit zwei Kameras gleichzeitig. Die hier, die Handkamera. Und die hier. Die hoffentlich noch aufzeichnet. Stativkamera. Jetzt schaut es gut aus für Goldstein. 7-3, aber schon wieder nur noch 7-4 für Dennis Dickert. Nur noch 7-5. Die Geschichte hier, wie gesagt, schön und lobenswert, dass er mitgefahren ist als vierter Mann. Aber ausrichten konnte hier natürlich nichts. Vincent aus der dritten Mannschaft. Und da
Perfekt.